Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Escape from Tarkov. Nach der letzten Doppelfolge, nein, nach der letzten zweiteiligen Folge brauchte ich erstmal ein bisschen Erholung und ja, deswegen geht's jetzt wieder in die Schlacht. Wir brauchen Money. Wir spielen Ascaf. Wir spielen Shoreline. Also ich hätte so gern mal Dings gespielt. Interchange. Kann man auch Ascaf spielen? Das ist natürlich erlockend. Also nächstes Mal spielen wir Interchange als Scav, weil das konnte man, glaube ich, irgendwie am Anfang noch nicht. Könnte mir auch sagen, wenn ich Blödsinn erzähle. Streets of Tarkov, mal gucken, wann das hier rauskommen wird. Oder Suburbs, so. Ich würde mir noch eine andere geile Map wünschen. Die sehen alle gleich aus. Das ist natürlich cool, also. ja. Factory hat auch die gleiche Vorschau. Okay, nice. Also, irgendwann bin ich doch gewillt, mir mal Lab anzuschauen, aber Lab ist halt so eine, glaube ich, PMC-Only-Map. Würde gerade sagen, Strecke. Darum habe ich da ein bisschen Angst davor, weil ich kriege ja schon... Oh nein, wir spielen nur mit einer Pistole. Okay, der Sergei muss sich gleich eine Langwaffe organisieren, ja. Er hat eine Rüstung an, das ist schon mal eine Schutzweste. Also eine Rüstung, wir sind ja nicht hier im Wilden Westen, was ist los mit mir? Im Mittelalter! Okay, bevor ihr hier noch einschlaft, geht's gleich direkt los. So, da wären wir, Sverdlidirten Ruined House Fans. Okay, alles klar, wissen wir Bescheid. Krieg ich glaube ich noch hin. Ist alles im Osten. Wir müssen uns, Schritt 1, wir sind sehr agil. Wenn wir eine Weste, Typ 3 sogar. Also ich glaube, höher ist besser. Bin hier gleich mal das Medkit, auch wenn ich jetzt nicht hoffe, dass wir das irgendwie in absehbarer Zeit brauchen, weil wenn wir es schnell brauchen, würde es heißen, wir haben... Ja, was geht? Was geht denn? Ja, wow. Ja, ganz toll. Wirklich. Hier gab es doch irgendwo... Gab es doch was zu mitnehmen. Muss man hier erst hoch, dass man hier so rein... Was ist denn das? Die kann man nicht so richtig durchsuchen, so drauf zugreifen, okay. Günstigste Pistole auf jeden Fall. Das ist eine richtige Spielzeugbombe. Also, da muss man schon verflixt gut sein, um damit einen PMC zu killen. Ja, was geht denn? Ja. Ja, witzig. Kann nichts looten. Ah, nee. Was ist nur los? Nein. Ich wusste es. Irgendwas stimmt nicht. Was ist ein Mist. Was ein Mist. Was ein elender Mist. Okay, das hat alles keinen Wert. Ich rege mich wirklich tierisch gerade auf. Also innerlich so, ich rege mich so nach innen auf. Das war jetzt alles für die Katz. Gott verdammt, ich wusste doch, irgendwas stimmt hier nicht. Verflixt nur eins, wir gehen jetzt irgendwo hin und wir töten jetzt Leute. Es reicht jetzt. Jetzt reicht es. Wir stürmen jetzt hier mitten rein und suchen. Machen Stress ohne Grund. Wir stürmen da jetzt hoch. Und keine Ahnung, aber hier auf dem Server ist auch viel zu leise. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Ich habe noch keinen Schuss gehört. Nichts. Kommt her. Kommt her. Ich will Blut. Ja toll, ich könnte jetzt egal wen umlegen und ich kann ihn womöglich gar nicht looten. Wahrscheinlich nicht. Kommt her. Kommt her. Ja, hier ist so eine Sporttasche. Würde mir auch empfohlen zu looten. Danke dafür übrigens. Ja, aber die werde ich wahrscheinlich nicht mehr öffnen können. Jupp. Er macht einfach gar nichts. Nice. Das hatte ich bis jetzt noch nicht.
Ich weiß nicht, ob es am Server liegt, ob es an mir liegt, ob es am Spiel liegt, also Server oder Client. Kann ja beides eigentlich schuld sein, immer bei so Spielfehlern. Und natürlich ich. Also ist auch nicht ausgeschlossen, dass mein Internet hier den Abnerver macht. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, keine Ahnung, wir spielen hier wie so ein Offline-Match. Irgendwie, ich bin nicht ganz sicher, aber irgendwie kommt mir sehr, sehr, sehr einsam vor im Moment. Ja gut, ich würde sagen, machen wir Folgendes. Wir equippen einen PMC-Char, relativ soft, also wir nehmen gerade so eine Pistole mit, geben ihm vielleicht irgendeine Billigweste, die ich eh nicht mehr brauchen kann, will, was auch immer, so eine Zweier-Schutzweste, die eigentlich nur so eine Stichschutzweste wahrscheinlich darstellen soll. Und damit gehen wir los. Ja, hier. Also, ihr wisst Bescheid. Wahrscheinlich wäre ich jetzt schon full equipped mit keine Ahnung was. Aber nein, hier sind Taschen noch und nöcher, aber ich kann gar nichts machen. Ja, na, wir sehen uns gleich. Also ihr habt jetzt quasi keine Zeit verschwendet, weil jetzt wird PMC gespielt. Also Win-Win. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Was zum Teufel? Warum sind wir wieder hier? Also so, mir wurde mies gedroht, dass ich als Deserteur markiert werde. Müssen wir das hier wieder reinziehen? Alter, ernsthaft. Ist es? Ich kann nicht mal schießen. Ich kann nicht mal schießen. Kann nichts tun. Ah, doch, Schaden. Schaden kriege ich. Das ist so. Ne, ich krieg keinen Schaden. Also einfach mal chillen im Zaun. Das wollte ich schon immer machen, geil. Schaut mal. Ja, ich glaube, der Server ist down. Einfach ist mir jetzt wurscht. Also ich disconnecte jetzt. Jetzt reicht's mir. If you leave now, bla bla bla. Confirm leave und tschüss. Ernsthaft. Also das ist wirklich. Das ist eine Unverfrorenheit, ja. Also ich habe nichts gesagt, wenn es an meinem Internet liegt, aber ich konnte prima surfen. Also glaube ich nicht, dass es an mir liegt. Ja, also wir machen nochmal einen kleinen Cut. Verzeiht die technischen Probleme, ja. Ich habe mich der VfB Stuttgart Mitgliederversammlung angepasst, die am gestrigen, beziehungsweise heute, nee, gestrigen Tag stattgefunden hat. Die aufgrund von technischen Problemen, was euch nicht interessiert, ist mir egal, das sehe ich euch gerade in der Wartezeit, nicht stattfinden konnte, beziehungsweise abgebrochen werden musste. Und so passe ich mich meinem Herzensverein eben an und habe auch technische Probleme. Das scheint gut anzukommen und sorgt für Furore. Also. Wie dem auch sei, bis gleich, nachher, später, morgen, whatever. So, da wären wir wieder. Ich muss nochmal neu spawnen und ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Ich habe uns ein PMC-Kit zusammengestellt mit SKS und Scope und allem. Und dann kam ich in die Serverauswahl rein und dann war hier wieder leer. Ich habe die Sorge. Ja. Ich habe die Sorge gehabt. Sie hat sich bestätigt. Ich drücke auf den verdammten Button und es tut sich nichts. Ich kann nichts tun, ich kann nichts machen, kann ich es mal wegwerfen? Okay, Freunde, also das liegt nicht an mir, sondern an dem Server. Wahrscheinlich ist es auch einfach der Shoreline-Server im Eimer und ich bin jetzt einfach wieder ins gleiche Spiel reingejoint. Das ist natürlich gut möglich. Ich weiß nicht, wie man es fixen kann. Keine Ahnung und deswegen beenden wir die Folge an dieser Stelle. Nein, ich werde es so zusammengeschnitten haben, dass ihr jetzt nicht so lange Zeit verschwendet habt wie ich. Und jetzt geht es einfach weiter mit entweder einer Scaff-Folge oder einer PMC-Folge. Aber für heute beende ich die Aufnahme. Wenn ich morgen ein anderes T-Shirt anhabe, dann habe ich geduscht. Bis später. So, da wären wir. Wir sind transformed sozusagen. Ich habe ein Problem. Also, okay. Ich habe jetzt das Problem gelöst. Wir sind hier als PMC mit Ultrasparausstattung auf Shoreline unterwegs, ja. Ja, ich kann als Scav nicht mehr auf Shoreline spielen. Also ich muss jetzt mal auf anderen Maps testen. Oje. Oje, meine. Also hier sind wir jetzt nicht ganz konkurrenzfähig, ne? ja, ich komme auf einen Server als Scav. Der Server ist quasi leer. Es zeigt mir keine Objectives an. Es zeigt mir einfach nichts an. Gerade hatte ich eine SKS mit Scope. Richtig ärgerlich.
muss sie disconnecten, also ich komme dann auch nicht mehr aus dem Spiel so richtig raus. Ich weiß nicht, ob das derzeit irgendwie ein Spielproblem ist oder ob das an mir liegt oder an meinem Client quasi, wie schon gesagt. Jetzt wird's interessant. Das ist so ernsthaft. Du kannst mich hier snitchen, du kleiner Bengel, Alter. Das. Für das nehme ich dein Dogtag mit. Und deinen kleinen Piepmatz schneide ich dir ab. Warum kann ich die Axt nicht looten? Was ist eine Frechheit? Du. Elender, mieser, kleiner, widerlicher. Okay, so viel dazu. Wir hauen ab. Wird es ungemütlich. Es war ganz schön knapp. Also ich hatte gerade kurzzeitig echt das Höschen voll, dass er uns nachher am Ende noch knifft. Ich wusste nicht, ob es reicht. Das war wirklich so aus der Hüfte. Jetzt so bam. Das hat funktioniert. Geil. Okay, also jetzt müssen wir uns mal wieder beruhigen. Also mit der Ausstattung, es war ja eigentlich nur ein Test. Könnte das eine äußerst kurze Runde werden. Das ist erstmal so. Was sagt das Protokoll? Wo können wir überhaupt hier aus dem Irrenhaus raus? Crossroads und Trailer Park. Das bedeutet. Wir spielen ja gar nicht Shoreline, Alter. Wir spielen ja Dings, wir spielen ja. Oh, was ist eigentlich los mit mir? Eine Shoreline offline. Shoreline ist wahrscheinlich offline. Ich muss mal Shoreline als PMC mit Sparausrüstung probieren. Ich habe da auch niemand diese Übersicht gesehen. Ja, Alter, was ist eigentlich los mit euch? Jetzt haben wir komplett leer geballert. Krass. Leute, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier lebend rauskommen, ist, glaube ich, echt mal so gegen null. Ah, hier sind wir. Oje, mene. Doch, dann passt die Richtung auf jeden Fall, aber. Oh, oh je. Irgendwas moven. Also wir müssen mal gucken, dass wir ein bisschen Boden gut auf eventuelle Verfolger machen. Das ist ja wohl wirklich. Alter, aua! Das läuft alles gegen uns. Es läuft überhaupt nicht gut. Es läuft ganz und gar nicht gut. Das hat so Leben sehen. Es hat uns wirklich 28 Leben abgezogen. Das ist eine absolute Unverschämtheit. Im Himmel. Ja, dann pushen wir immer in die Ausdauerleistung. Ist doch Wunderbärchen, ne? Das Camp kenne ich noch gar nicht. Können wir hier einfach für immer bleiben, bitte? Ja, ihr habt es ja gesehen, ich konnte nichts aufmachen. Und ich habe jetzt nur noch heute, also wir haben jetzt Montag, Nacht. Ich habe nur noch heute Zeit, was aufzunehmen. Und dann gibt es diese Woche gar keine Tagefolge. Und deswegen denke ich, dann gibt es hier lieber ein bisschen Schmalspur, Sneaky Peaky Action, bevor ich jetzt sage, okay, ihr seid hier auf Tarkov-Entzug eine Woche lang und könnt dann quasi auf die nächste Folge 2 Wochen warten. Oder letztens, ist da was gemoved oder was? So ein Tannenzweig. Ich weiß gar nicht, wie wir mit so vielen Gegnern umgehen sollen. Also ich. Okay, also wir sind hier schon relativ nah am Ausgang, aber was will ich denn so escapen? Beste wäre, wir überraschen hier so einen Gegner. Zack. Kurzer Schuss. Wenn wir uns so ein bisschen aufpimpen. Nachher scheitert es an den 28 Leben. Das wäre natürlich fatal und ärgerlich. Ja. Regen. Pirschen wir uns jetzt hier mal vor. Okay, wir müssen hier echt. Richtig, richtig, richtig vorsichtig sein. Wir dürfen halt. Boah, das ist eine Chance. Alter. Das war absolut mega nah. Wir müssen uns hier irgendwo verstecken. Ich brauche mich hier nicht, den zu looten. Das war übertrieben nah. Das war. Weiß nicht, ist da noch was drin?
total Angst. Aber es fühlt sich nicht gut an, so am Ende der Nahrungskette zu stehen. Also noch mehr als sonst. Campen wir uns jetzt hier ein. Jetzt, oh nee, sag bloß. Ja, warte, wie ging das? Nee, jetzt haben wir noch jemand hier gesagt, wie es geht. Fuck. Oh, der Wumme nicht. Wir müssen es looten. Wir müssen da was looten noch. Wir brauchen irgendeine Waffe. Wir müssen einfach hoffen, dass uns, dass jetzt dieser verrückte Maschinengewehrmann hier nicht rechtzeitig ankommt dort. Nicht in die Richtung läuft. Sonst sind wir einfach fertig. So, ganz einfach. Wir kriegen jetzt in ihn rein. No homo. Wir hoffen, dass er ein paar Rounds am Start hat. Nice. Okay. Wir können einfach so machen. Danke für den Tipp. Noch kurz die Pockets. Das Facecover hätte ich gern. Mega geil einfach nur. Ich weiß nicht, ob die wertvoll ist. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kann man die x-mal kaufen. Also so irgendwo in billig im Shop. Oder wahrscheinlich so bei meinem Glück ist die am Ende krass wertvoll. Wurde der am Ende von einem Scaff umgelegt. Echt schlecht. Wir müssen weg hier. Bruder muss los. So. Die ist vollgeladen, oder? Die ist vollgeladen. Die ist vollgeladen. Geil. Machen wir jetzt den Key mal saven. Ich weiß nicht. Der Key ist wertvoller als der Splint. Was war das? Was war das? Was ist eine Drohne oder was zum Teufel? Okay, pass auf. Jetzt müssen wir vorgehen. Trailer Park Crossroads. Trailer Park Crossroads. Ich muss jetzt ganz kurz auf meine Map spiegeln, Freunde. Ich muss ganz kurz einen Blick auf die Map werfen. Es ist eine kleine Unterbrechung. Ihr könnt euch währenddessen könnt mal eure Hände zählen oder was auch immer. Die Ellbogen versuchen zu lecken. Okay, alles klar. Ich bin wieder da. Crossroads, wir müssen nur die Straße entlang. Gott. Das Ding hat keinen Hintereingang, sonst sind wir sowas von im Arsch. Wir sind sofort abdrücken, wenn hier was kommt. Gott, ey. Scheiße. Wir haben keine Waffe auf Range. Die olle Shotgun, okay, die ist okay. Auf Nahkampf ist sie geil. Und die mieseste Waffe in-game, die TOZ, das ist also wirklich furchtbar. Das ist ein... Auf jeden Fall ein Scaff. Mit Rucksack, glaube ich sogar. Meine Herren, was für Kacke. Was machen wir jetzt? Wir haben auch nicht mehr, das steht bestimmt da direkt davor oder so. Leute, wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben keine Panzerung. Ich hätte die, wobei die hatten nichts. Ich habe geguckt, die hatten ja nichts. Ah, fuck. So, irgendwie gucken. Frage ist, weiß der Scaff, weiß, also Wissen über einen PC-Gegner zu sagen, ist ja schon zu viel.
Ist ihm bewusst oder Bewusstsein hat es ja auch nicht, das Ding, was auch immer. Hat uns die KI gewittert? Nee, Mann. Ich hab echt Angst, dass ich jetzt direkt, wenn ich hier rausguck, doch guck, so ein Luck-Headshot kassiere. Also, wir brauchen jetzt die PM, weil das ist die einzige Wurme, die minimal auf Distanz geht. Da vorne, das ist er. Ich weiß nicht, ob er der Einzige ist. Ich weiß nicht, ich habe schon Bock, den zu töten, aber ich weiß nicht wie. Hier gibt es nämlich noch eine Hintertür. Ich gewusst, dass es ein Skeff ist. Direkt eine Ladung reingefeuert. Dann können wir hier mal Kästchen looten. Ja, ein paar Rubel, immerhin. Nehmen wir mit. Oh Gott. Das sind Meere, glaube ich. Leg dich hin. Digga, leg dich hin, wir sind im Arsch. Das war jetzt natürlich wieder mal absolut idiotisch. Idiotie, sein Vater, sich da mit dem Gesicht so in die Außenwand da reinzulegen. Gott, das sind Meere. Können wir dem wie bei Hitman eine Münze werfen vielleicht? Das wäre eine coole Sache. Sieht nicht gut an ohne Rüstung. Wir müssen, Leute. Das ist ein Müllsack. Es geht, wo ist er? Wo ist er hin? Verdammt noch eins. Was ist schlechter als ein besser equippter Gegner, den man sieht? Ein besser equippter Gegner, dessen Position man überhaupt nicht mehr kennt. Verdammt nochmal. Okay, wir müssen jetzt hier rüber. Oh, es ist so umständlich hier. Die schlechte Athletik von unserem Protagonisten. Das ist furchtbar. Ich glaube, hier kommt man aber auch mit besseren Sportskills nicht drüber, oder? Schreibt es mal in die Kommentare bitte. Nochmal. Okay. Das muss jetzt sitzen. Wir haben ihn erwischt. Bedingungslos, erbarmungslos vorrücken. Zack. Oh Gott. Haben irgendwo noch Schüsse. Den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein. Auch so ein Rucksäckchen, das ist ja der absolute Wahnsinn. Die alle mit Backpacks ausstaffiert, das ist ja der Hammer. Die Brille, die rippe ich mir auch ab, die bringt, glaube ich, auch ein paar Euros. Und Sturmmaske bringt nämlich auch ein paar Euros. Ein paar Rubels. Das war natürlich jetzt dreckig abgekämmt, aber was soll man machen? Was soll man machen, ja? Jetzt machen wir hier den Spaß. Ist voll. Okay. Die TOZ ist einfach so eine schrottige
Kackwaffe, die ich überhaupt nicht besitzen möchte, ernsthaft. Wo ist denn? Kann ich den? Ist der hier so ein Limm-Ding? Geil. Das hat keinen Scope und ich kann halt damit nicht umgehen. So, für die Messer mischen. Und jetzt düsen wir, würde ich mal sagen, Richtung Escape-Punkt. Also so langsam hat mein Glück doch arg rausgefordert. Also ich möchte jetzt eigentlich keine Konfrontation mehr. Hätten wir jetzt eine Rüstung gefunden, also eine Schutzweste und irgendwie noch ein Helmchen, dann hätte ich gesagt, komm, wir machen noch ein bisschen Stress, aber jetzt müssen wir ein bisschen mit Hirn spielen, also ein bisschen mehr als sonst. Der uns, nee, ich weiß nicht, ob der uns überhaupt, hat er uns erwischt oder nicht? Weiß es gar nicht. Egal. Hiermit haben wir auf jeden Fall mal eine Waffe, mit der wir zumindest auf Midrange Schaden anrichten können. Ist noch nicht vorbei, liebe Freunde. Es ist noch nicht vorbei. Ich würde es gerne sagen, wir sind durch, aber noch haben wir gar nichts erreicht. Noch können wir so mit dem Lachen in die Kreissäge laufen, quasi. Passiert mir schon ab und zu mal. Okay, sieht gut aus. Ich möchte jetzt wirklich keine Konflikte mehr, weil den Rucksack nehme ich mega gern mit. Die Waffen bringen uns wieder ein paar Rubel, dann können wir nächste Runde nochmal das PMC einfach starten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nochmal eine Runde heute jetzt aufnehmen werde, aber nächste Runde wirklich nochmal PMC. Aber das Shoreline-Problem bitte, sagt mir, habt ihr das Problem auch? Ich werde die Folge wahrscheinlich am Mittwoch oder Donnerstag releasen. Eher Donnerstag. Wenn heute Donnerstag ist, dann lief alles nach Plan. Also ich weiß es nicht. Ich werde Shoreline als also Schrott-PMC nochmal ausprobieren, weil ich habe es kurz überlegt. Ich hatte meine SKS mit Scope und allem am Start. Schutzweste, Helm und so weiter. Wirklich richtig, also für meine Verhältnisse gut equipped natürlich. Für eure wahrscheinlich lausig. Und ich hatte echt, im letzten Schritt habe ich nicht auf Next gedrückt, weil ich Angst hatte, wenn dann der Serverfehler, wenn Shoreline wirklich komplett down ist oder es bei mir einen Bug gibt, mein komplettes Equip halt weg, weil ich quasi die Szenerie lieben muss, weil ich ja nichts machen kann. Oh ja, oh ja. Moving, keep on moving. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Ich möchte meiner Mama und meinem Papa danken, ganz herzlich. Und an alle herzlichen Dank, die an mich geglaubt haben. Ich hätte damit nicht gerechnet. Ich drehe durch. Nee, war echt wirklich jetzt ein hartes Stück Arbeit, auch wenn es nicht so aussah. Ich hatte wirklich Angst, dass ich weggeschossen werde. Dann haben wir diese geile Maske hier noch gesaved. Hier, da haben wir einen richtig schönen No-Scope-Headshot verpasst. Level 16 Usek. Da hat er gedacht, er könnte uns hier so hinterrücks einfach meucheln. Wir haben gesagt, nein, mein Freund. Und ja. Das wird ihm eine Lehre sein. Hat auf jeden Fall versucht, den Falschen zu snitchen. Ja, ja, stimmt. Und wir müssen das Zeug ja gar nicht so einfach umboten. Ich möchte jetzt kurz noch wissen, wo ich diese Folge beenden werde. Was ist diese Maske wert? Was will uns denn der Herr Prapor dafür geben? Ja, okay, ist halt. Ja, ich dachte, die wäre jetzt halt mega geil. So, weißt du? Weißt du? Habe ich gedacht, weißt du? Ja, krass. Ja, wow, so knapp 2000 Rubel. Super, wunderbar. Hat sich gelohnt. Egal, der Trip wird uns schon, ich tippe mal so, schon 60, 65, 70.000, was mit dem Backpack an Wert, 70, 75.000 gebracht haben. So erste Schätzungen zufolge. Aber was ist das Dogtag wert? Also, einige von euch behalten die wahrscheinlich, aber ich bin jung und brauche das Geld. Ja, eben, das machen wir gleich zu Cash. So. Ja, also gar nicht so schlecht. Mehr rausgeholt als gedacht, überlebt, ein paar Erfahrungspunkte gesammelt. Ihr wart mit dabei. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Haut gern in die Tasten. Schreibt weiterhin Kommentare. Kommentare, kommentiert. Ich lese mir alles durch. Ich kommentiere es zurück und so weiter. Gebt mir Tipps. Sagt mir, ob Shoreline bei euch auch irgendwie nicht funktioniert oder inzwischen funktioniert hat oder wie ich das Ganze fixen kann.
Ihr habt es ja vorher gesehen, wie sich das Problem äußert. Ich bin quasi da und irgendwie nicht da und außer mir ist niemand da und ich kann einfach nichts machen. Genau. Okay. Also macht's gut und ciao.